Sag. So, Rebecca, warum hast du uns deine Schwester eigentlich so lange vorenthalten? Ja, genau. Lena waltet morgen so eine Weltgeschichte unterwegs. Mexiko, Cambridge, Kambodscha. Ist auf jeden Fall cool, dass du jetzt hier bist. Ja. Und du findest hier in Düsseldorf bestimmt noch irgendwas zum Buddeln. Und sag mal, du hast noch einen Zwillingsbruder, oder? Ja, und auch wenn Rebecca es gerne so darstellt, wir sind keine siamesischen Zwillinge. Entschuldigt mich. Was ist denn los? Geht's dir nicht gut? Oh, nein, nein, alles in Ordnung. Ich glaub dir kein Wort. Willst du nach Hause? Naja, wenn's dir jetzt ausmacht. Okay, Leute, der Jetlag schlägt zu. Ich brauch dringend eine Runde Schlaf. Ui. Wir sehen uns. Bis bald. Gut, ciao. Ciao. Na, auch schon da? Bist dagegen? Nö, aber ich würde mir schon mal überlegen, was du gleich deinen Geschwistern sagst, wenn sie dich fragen, was du hier machst. Bitte? Okay, okay. Ich kann mir langsam vorstellen, wie anstrengend es ist, mit Ansgar zusammenzuarbeiten. Tja, zum Glück arbeiten wir nicht direkt mit ihm zusammen. Sondern eher gegeneinander? Stell ich mir noch anstrengender vor. Ach, weißt du, Stress ist mein Leben. Arbeit mein Hobby. Was ist los? Nichts. Ah, hier, zack, fertig. So, 2 Coffee to go. Bitteschön, 4 €. Na, guck an, stimmt so. Danke, ciao. Ich muss. Wir sehen uns. Warte mal. Wo ist der Laden von Rebecca noch nicht? Wie hieß denn die Straße? Weißt du, ich komm grad nicht drauf. Ciao. Und? Ach, der Laden, der ist, der heißt Slamflash. Ach ja, richtig. Ja. Und wie komm ich da hin? Das ist gar nicht weit von hier. Der ist direkt an der nächsten Straßenbahnstelle. Aber genau weiß ich's auch nicht. Okay. Ja. Dann frage ich mich halt durch. Okay. Nein! Sag mal, als Archäologiestudentin, da musst du dir unbedingt mal das römisch-germanische Museum anschauen. Ja, aber das ist doch in Köln. Ja, und? Komm, setz dich erstmal hin, trink was, mach's dir gemütlich und erzähl mir was von deinem Job. Okay. So, ich muss langsam los. Mal schauen, was meine kleine Schwester so macht. Packst du mir noch 2 Brownies ein? Klar, kein Problem. Mann! Bitte, du musst sie ablenken. Ich weiß nicht, was dieser Scheiß hier soll. Gefunden. Und meine Brownies? Ah ja, sicher. Sag mal, du hast gerade so viel von Kambodscha erzählt. Ich hatte überlegt, ob ich da mal Urlaub mache. Hast du vielleicht irgendwelche Tipps für mich? Du, kommt drauf an, was dich so interessiert. Ja, alte Scherben. Eher nicht. Dann vielleicht eher so Trekking durch den Dschungel oder. Da gibt's auch wahnsinnig tolle Strände. Ach, Strand? Ja. Strand? Kambodscha. Das hört sich alles so spannend an, wenn du das erzählst. Guck mal hier, den Buddha-Kopf hier. Den hat mir ein Kumpel aus Thailand mitgebracht. Ja. Gut erhalten. Findest du? Also dafür, dass er vielleicht so 2 Jahre alt ist. Hallo. Hallo, mit in Taiwan. Lieber so einer ist kein. Wir sehen uns. Sag mal, als Frau, hat man da nicht irgendwie. Also hast du da nicht Angst, wenn du jetzt bei so Ausgrabungen Skelette ausgräbst? Ich glaube, du stellst die Archäologie etwas zu spannend vor. Meinst du? Taxi! Taxi! Oh. In der Mongolei warst du auch? Wie hieß da noch die Hauptstadt? Hier, Miriam, wie heißt die Hauptstadt von der Mongolei?
Ulan. Ulan-Bator. Ulan-Bator. Hast du gehört? Ulan-Bator. 1000 Punkte. Und wo warst du noch so? Mann, das ist eine Fußgängerzone! Idiot. So, ich muss jetzt aber wirklich mal schauen, was die Kurze so macht. Die Kurze? Oh, wenn Rebecca das jetzt gehört hat, sag's ihr nicht, okay? Okay. Was bekommst du? Ach, das geht aufs Haus für deine ganzen spannenden Reisegeschichten. Beim nächsten Mal gibt's einen Dia-Vortrag. Oh, dann gibt's für dich aber auch noch einen Brownie dazu. Ciao. Ciao. Ja, hoffentlich war das genug Vorsprung für die Kurze. Muss er verbohrt sein. Keine richtige Arbeit, so ein Spießer. Ach komm, das ist wahrscheinlich nur sein Beschützerinstinkt, der nicht will, dass du in die Hände der bösen Modelszene gerätst. Keine 13 mehr. Partys, Drogen und notgeile Fotografen. Wahrscheinlich sieht er das alles vor sich. Klar, er würde es wahrscheinlich lieber sehen, wenn ich irgendwo das Bahnhofsloch schrubben würde. Klingt gut. Was trinkt ihr? Ich gebe eine Runde Sekt aus. Oh, ihr habt im Lotto gewonnen. Nein, nicht ganz, aber ich habe einen Job. Supergeil und spitze bezahlt. Und ich muss putzen oder kellnern oder sonst irgendeinen Scheiß machen. Oh, ich wollte... Wenn ich diesen Scheiß hier nicht machen würde, dann siehst du ganz schön auf dem Trockenen. Tut mir leid, so habe ich das nicht gemeint. Reicht uns das? Nee, nicht wirklich. So eine Frechheit kann nur mit einer Flasche Sekt wieder gut gemacht werden. Mach mal. Ja, und was für ein Traumjob ist es, wenn man fragen darf? Ich hab's. Wo war's denn? Im Wäschekorb zwischen deinen Unterhosen. So, jetzt werde ich doch gleich mal Gregor anrufen. Sag mal, kannst du den beiden nicht mal eine Stunde Ruhe gönnen? Schluss jetzt, ich will jetzt endlich meine gute Nachricht loswerden. Also, ich möchte mit euch darauf anstoßen, dass ich, wahrscheinlich bald, das neue Gesicht von Lili von Rath bin. Echt? Wow. Ah. Ich freue mich so für dich. Gut, dass Olivia das nicht mitkriegt. Siehst du, manchmal fällt das Glück eben doch vom Himmel. Ja, darauf. Ja. Willst du hier Mittagessen? Christian hat Justus überredet, dir einen Crashkurs in Form vollendeten Kellnern zu geben. Es wird mir ein Vergnügen sein. Die Grundzüge könnte ich dir natürlich auch erklären, aber Herr Stiel hat natürlich viel mehr Stil. Komm, das klappt doch sowieso nicht. Was willst du denn sonst machen? Nägel lackieren? Nix da, jetzt wird gekellnert. Chico,